Ja, Atoms, Freunde, ich weiß nicht, was ihr aufnimmt, aber ich kann nicht lassen, wenn ich hier bin. Unsere Kunde Harald, mittlerweile Freund, haben eine Immobilie gekauft. Schaut euch mal bitte das an. Das ist leider Gottes, wachsen die wild. So viel, das sind Mispeln. Auf Türkisch heißen die Yeni Dünya. Und er hat zwei Bäume in seinem Garten. Jenny hat gesagt, die sind faul. Jenny, nimm mal das an. Und? Kann man essen? Und? Boah. Immer warm? Okay. Jenny muss man manche Früchte noch bekannt machen, wie die schmecken. Also die Bäume sind voll. Wir haben hier eine Immobilie, die zu vermieten ist. Vorne ist das Meer. Geh mal, Jenny, kannst nachher sammeln. Jetzt bist du auf den Geschmack gekommen. Diese Gartenabteil gehört euch. Wir haben sogar, komm mal mit, hier ein Zaun mit einem Tor machen lassen. Allerdings ist man hier nicht so kleinlich, dass man sagt, mein Garten, mein Ding. Wenn der Nachbar eben die Freiheit haben möchte, kann er seine Katze und so weiter auch hier reinlassen. Dann hat man im Garten diese Palme, Jenny. Optimal geschnitten. Ich weiß nicht, diese Blüten, ich weiß nicht, ob du alles gezeigt hast. Hast du es? Ja, also es soll ja kein Verkaufsvideo sein. Es ist ein Mietobjekt, wobei man, wenn man einen kleinen Hund und Katzen hat, kann man hier paradiesisch leben. Auch hier habe ich ein Tor anbringen lassen. Diesmal gehe ich die Details durch, weil der Harald mir gesagt hat, Ercan, tob dich aus, mach alles so, berichte mir, was du machst. Ich entscheide am Ende schon, aber du kannst dich austoben. Haben wir gemacht. Hier hat man einen Wasserhahn nochmal, Jenny. Man hätte Waschbecken ein bisschen putzen können. Ich beiß nochmal rein. Und wir gehen rein. Hier hat man den Zugang aus dem Garten heraus. So, meine Kunden fragen, ich will gute Qualität haben. Dann frage ich, wobei willst du eine gute Qualität haben? Wenn die sagen, okay, wir wollen gute Qualität haben mit Klima, dann baut man Mitsubishi rein. Haben wir gemacht. Dann sagen die, kein Plastikscheiß. Verständlich. Hat man einen Holzbalkontisch mit 6 Stühlen, mit Sitze, also Polstern. Und wir haben komplett diese Wohnung streichen lassen. Jenny, du kannst auch die Lampe zeigen, wie schön alles passend gemacht worden ist. Weil ich die Wohnung für Harald geputzt habe, ja, ich bin auch Putzmann, ich mache das nicht oft, aber wenn mich's packt und die Leute ihre Pflichten nicht durchgehen, dann übernehme ich. Also, Freunde, wir haben geputzt, wir haben Fernseher gekauft, diese Kommode gekauft, die Couch gekauft, die ist ausziehbar. Diesen Tisch wollte Harald haben. Klimaanlage ist zwar Größe her klein, aber sehr, sehr starker Motor. Und wir haben die Küche einbauen lassen. Komplett unsere Idee. Die gleichen Barhocker haben wir auch, haben wir Harald gezeigt, hat gesagt, gefällt mir, kaufen. Wir haben für diese Größe des Wohnungs eine riesen Küche. Aber wenn man hier kocht, hat man Dialog zum Wohnzimmer. Das ist sehr, sehr wichtig. Sonst, wie ihr seht, alles picobello. Auch hier hat er gesagt, gute Qualität. Ich vertraue dir, Ercan. Was haben wir gemacht? Wir haben mit Siemens eine Kooperation, haben wir Siemens-Geräte gekauft. Spülmaschine mit 8 Programmen, die wir gut ausgewählt haben, ist Lieferengpass, kommt noch. Ansonsten Spüle, Granitplatte, die Schränke, Mikrowelle, Ofen, wunderschöner Kühlschrank. Jenny, schau mal das an. Mit LED-Licht. Und ihr seht, alles alles neu. neu. Dann habe ich die Wohnung komplett streichen lassen und die Spots wechseln lassen. Einzige, was vom vorher geblieben ist dieser Tisch, Esstisch mit 6 Stühlen. Schauen wir mal, ob der Mieter damit zufrieden ist. Ansonsten ist hier auch Möglichkeit, die auch zu wechseln. Jenny, von hier hat man hinten mehr Blick. Also Millionen Touristen
kommen her, um da vorne schwimmen zu können. Und das alles könnt ihr zu Fuß erreichen. Wir sind Raum Konakle. Konakle ist Vorort von Alanya. Die Wohnung ist zu vermieten. Wir haben noch keine Preisvorstellung, aber ihr könnt sicher sein, wir wollen mit dieser Geschwindigkeit von Alanya nichts zu tun haben. Einige YouTuber-Kollegen haben dazu auch Stellung genommen. Ich finde die cool, dass sie gesagt haben, vermieten, verkaufen, ja, aber nicht um jeden Preis das Höchste erzielen. Das kommt von meinem Herzen, glaubt mir, ich mache hier viel durch, auch mit Investoren, wo ich sage, stopp. Natürlich kann jeder freie Marktwirtschaft alles machen, aber man kann nicht 80.000 Euro Wohnung für 1.200 Euro Langzeitmiete verlangen oder auch vermieten. Ich finde, das ist unmoralisch. Das ist meine Meinung. Wer sagt, es geht um Business, ist okay. Für mich ist Business zu kühl. Ich möchte mehr Wärme haben. Und Wärme ist harmonische Abläufe. Dann haben wir hier ungefähr 110 Quadratmeter. Ich muss zugestehen, wenn man die Balkone abzieht, bleibt ein bisschen weniger übrig. Hier hat man nochmal ein Schlafzimmer, erstes Schlafzimmer. Auch hier Mitsubishi Klima, nagelneu, Freunde. Alles, was hier reingekommen ist, ist nagelneu. Hier nach hinten haben wir nochmal einen Balkon. Jenny, wir gehen nicht raus, da ist ein bisschen staubig noch. Und Durchlauferhitzer von Siemens habe ich da auch anbringen lassen. Ganz kleiner Nachtrag hierzu. Der Mieter, der hier reinkommen möchte, der sagt, er möchte Homeoffice machen. Dem wird hier noch ein Büro eingerichtet. Und wenn er ein Schlafzimmer möchte, dann kommt da halt eben noch ein Bett rein. Genau. Hier nehme ich ein bisschen mehr Zeit, weil wir hier wirklich viel Zeit investiert haben. Wir haben streichen lassen, wir haben renovieren lassen, wir haben eingerichtet, auch das hat viel Zeit gekostet. Schaut euch mal diese Badezimmer an, Freunde. Jenny, geh rein, zeig mal die Waschbecken, Unterschränke, Spiegel, WC, die Fliesen an der Wand, die müssen nochmal gereinigt werden. Waschmaschine, Siemens, auch nagelneu. Mir gefallen persönlich die Waschbecken, auch diese Regendusche, heftig. Auf der Seite Shampooablage, dann die Armaturen an der, in der Duschkabine. Alles vom Feinsten, es ist made in Erchan. Okay, kommen wir weiter. Dann hat der Herr gesagt, ein Bett, ein Schrank stellen wir schon rein, auch diese Bett habe ich zufällig ausgewählt, diese kleine Teppich passt sogar zum Überzug vom Bett. Da haben wir einen Kleiderschrank, natürlich haben wir wieder saubere Klimaanlage, Kommoden, das Bett ist 1,60 x 2 Meter, wieder wunderschönes Stuckarbeiten, Stuck sage ich, auch die Spots, alles super. Hier kann man Fernseher aufhängen, deswegen hat man diese Steckdose dahin gemacht und wenn man über Netzwerkkabel schauen möchte, ist hier auch vorinstalliert. Auch dieser Schiebeschrank, Jenny, komplett ausreichend, weil auch neu ist, braucht man kein Ekelgefühl entwickeln und was weiß ich was. Gut hast du gemacht, dass du die aufgehoben hast. Ich liebe es von Holländern und Dänen was zu kaufen. Freunde, die heben alles auf. Die heben sogar die Tüten von Bettdecken auf, gefaltet, 10 Jahre alt und so sauber. So können wir ein bisschen die Welt, die Erde retten. Alles, was heute nicht brauchbar, heißt nicht, dass wir morgen nicht brauchen. Ich reg mich über diese Typen oder Leute ein bisschen leise auf. Was ich noch sagen wollte, Freunde, hier werden mittlerweile sehr, sehr viele Wohnungen und Häuser vermietet. Wisst ihr was? Es ist gut, dass die Mieter kommen. Aber es kann nicht sein, komm her Jenny, dass man vom Mieter verlangt, dass die Gläser kaufen. Was ist denn, wenn ihr nach einem Jahr wieder nach Deutschland müsst? Was wollt ihr mit den Gläsern? Wieso kann man so viel Geld verlangen für Wohnungen und Häuser und hat nicht die Courage, diese Wohnung, Gläser, was weiß ich, Wasserkocher, wie wir gekauft haben? Auch, was wir erlebt haben, Lampen. Lampen, nicht mal Lampen hängen die hin und die wollen 1.000, 2.000 Euro Miete.
Mit dieser Geschwindigkeit gehe ich nicht mit. Ihr erlebt mich heute ein bisschen anders. Aber irgendjemand muss das aussprechen. Und wenn ihr Zuschauer denkt, das sind die einzigen Möglichkeiten, dann irrt ihr euch. Schaut weiterhin, wartet ein bisschen Zeit. Kaffeemaschine, neu gekauft. Komm her, Jenny. Also, es ist wie Bombe eingeschlagen. Aber es gibt nichts, was nicht gibt. Komm doch her, hast du gezeigt. Ja, wieso willst du nicht zeigen? Schere, das haben wir gekauft. Glaubt mir, die nominierten Vermieter kaufen alles ein. Die Gierigen, die haben nicht mal Bettüberzüge. Und ihr müsst denken, wenn ihr die Wohnung kauft und selber einrichtet, ist okay. In Deutschland ist es so, dass man langfristig leben möchte. Man hat sein Zeug. Ihr müsst ja nicht 3000 Kilometer Möbel transportieren, aber hier kommt es dazu. Auch Schneidebretter, Teller, Freunde, wir haben gekauft, es waren drin. Also, ihr könnt damit wirklich Freunde, Bekannte, Familie futtern. Es ist an alles gedacht worden. Und wenn irgendwas fehlt, sagt uns Bescheid, wir besorgen, damit ihr, schau mal, Jenny, komm mal her bitte. Tassen, türkische Teegläser. Was sind das? Eier? Eierbecher. Ganz kurz auch noch, die Leute, die jetzt fragen. Ja, es werden auch noch so kleine Zebras da oben hinkommen an alle Fenster. Der Herr wird demnächst kommen, es wird ausgemessen und alles stimmig. Also Freunde, wer die Wohnung mieten möchte und sagt, der kann noch ein paar Wochen oder vielleicht 2 Wochen oder 10 Tage ohne Spülmaschine aushalten, der soll uns sofort anschreiben, es ist 2+1. Man hat 2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, Küche habt ihr gesehen, riesig, die Geräte komplett neu, ein Fernseher auch komplett neu, Balkon, alles bestühlt. Ich glaube, Jenny hat draußen Pool aufgenommen. Hier leben nur Europäer, bitte. Wer sagt, ich bin harmonisch und ich liebe die Harmonie, der soll uns anschreiben, weil der Harald hier wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, um diese Räumlichkeit so harmonisch wie möglich zu gestalten. Natürlich haben wir auch mitgewirkt. Und der Harald wünscht sich ein Paar oder ein Einzelner oder was weiß ich, oder eine Familie mit einem Kind, der das schätzt und schützt. An so einem würden wir gerne diese Immobilie vermieten. Ihr habt Obstbäume, ihr habt Gartenanteil. Was soll ich noch dazu sagen? Ihr seid Raum Konadl. Das ist 10 Kilometer von Alanya entfernt. Und Miete können wir dann mit Besitzer und mit euch hinsetzen und arrangieren. Wenn ihr sagt, ich will für ein Jahr mieten, zahle voraus, dann habt ihr natürlich eine andere Mietsumme, wie wenn ihr sagt, ich zahle monatlich, aber dafür miete ich gleich für 1-2 Jahre. Dafür ist diese Wohnung geeignet. In diesem Sinne, Ad Homes, ich musste heute ein bisschen mehr Informationen geben, wie die Lage hier ist. Ich werde diesen Spiel nicht mitspielen. Ich werde das, was ich vorhatte, zu 100% durchsetzen. Wenn ich nicht Dickkopf gewesen wäre, hätte ich nicht dicken Bizeps. Bis dann, Freunde.